Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge Ratchet & Clank Rift Apart. Freunde, wie immer natürlich Dankeschön erstmal fürs erneute Einschalten, fürs erneute Dabeisein vor allem auch. Und gerne weiterhin Feedback da lassen, würde mich sehr, sehr freuen. Und Videobeschreibung abchecken, Gewinnspiel abchecken, Social Media und Twitch abchecken und dann seid ihr vollkommen cool dabei. So! Ich würde sagen, wir machen hier noch ein bisschen Action natürlich, ist ja klar, wir sind ja noch nicht fertig. Wir müssen noch einen Tempel befreien quasi. Also ihre Leute aus dem Tempel. So, warte mal. Jetzt achtet mal drauf, auf den Sound. Das ist am Ende. Ganz schlecht nachgebaut. Ah, das ist so peinlich gewesen, Alter. Warum habe ich das getan? Peinlicher geht's ja wohl nicht. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Derjenige, der unter euch die Transformers-Filme gesehen hat, das hört sich wirklich so an, oder? Wenn sie sich verwandeln. Zur Seite mit dir. Hier, zack, Pilzsporen. Last of Us 3-Style. Ihr wisst Bescheid. Ich hab zu tun. Geh doch mal weg. Stufenaufstieg, Level 3. Ich bin dabei. So, die anderen haben wir noch gar nicht angehört. Das können wir eigentlich später dann an... Mit einem... Obwohl, wo waren wir? Ah, guck mal hier! Ah, was ist das denn, Alter? Das ist aber neu. Stimmt, das haben wir uns noch gar nicht... das haben wir noch gar nicht gesehen. Das haben wir noch gar nicht abgecheckt, nachdem wir die ganzen Balls eingesammelt haben. Kugeln, Rubine. Davon habe ich aber auch schon gelesen. Guck mal hier, Overcharge. Overcharge ist auf jeden Fall aus Sunset Overdrive. Richtig geiles Game von denen. Ist eigentlich Microsoft-Titel gewesen. Rubine aus Spyro? Kann das sein? Ja, doch. Ich überlege gerade. Doch, die haben noch Spyro. Ja, doch, Insomniac Games hat auch Spyro gemacht. Genau, die ersten. Die goldenen Münzen erinnern mich so ein bisschen an... Was könnte das sein? Ist das Sly Raccoon? Und die Kugeln? Die Kugeln? Ist das... Ich weiß gar nicht. Haben wir die sein? Die Kugeln. Die Rubine. Sollen wir das mal ausprobieren? Ja. Okay, ey, cool. So, warte. Da müssen wir lang. Mit Speedur! Jetzt muss jemand hier die Naruto-Mucke einblenden, okay? Komm schon! Los! Ja, wir sind gut unterwegs, oder? Das muss doch klappen. Oh, Alter, ich dachte schon. Boah, das wär's jetzt gewesen. Stell dich mal vor, ich wäre einfach vorbeigefahren. Ihr hattet schon ein bisschen Angst, oder? Ihr habt schon ein bisschen gesehen. Das passiert da. Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit ihr. Okay? Nicht mit mir. So, ein weiterer goldener Bolt. Da ist eine weitere Strecke, die wir langdüsen können. Ich muss ehrlich sagen, das macht gerade irgendwie Bock. Das so ein bisschen... Es sind so typische Open-World-Aufgaben, aber irgendwie macht's Bock. So als Abwechslung. Weil es muss nicht alles immer Open-World sein. Es muss nicht immer alles voller... riesiger Welten sein. Übrigens, apropos riesige Welt. Boah, Junge, ich habe das schlimm... Also, es ist nur ein Gerücht, das erwähne ich jetzt einfach mal. Gibt bestimmt den einen oder anderen von euch, der auch Assassin's Creed spielt. Ich habe ein Gerücht gelesen, dass das nächste Assassin's Creed noch größer sein soll als Valhalla, Alter. Oh Gott. Ey, bitte hört doch auf. Leute, ey, es muss nicht jedes Spiel mit einer riesigen Open World sein. Es muss doch nicht sein. Wer überlegt sich das? Wer denkt immer, wir wollen immer 38.000 Quadratkilometer pro Stadt haben. Wer will denn sowas haben auf Dauer? Das will doch keiner haben, oder? Irgendwie verwirrt mich das jetzt mit den Rubinen. Ich muss es ausschalten. Das verwirrt mich voll. Das ist zu viel für mein Hirn. Schiffs... Ach, guck mal hier, Schiffsdesign. Ey, wie gesagt, das ist doof, dass du nicht eine Vorschau hast. So, du hast mal jetzt unten rechts... Siehst du natürlich... Ach so, okay. Das sind nur zwei. Okay, gut, ja, dann macht es ja Sinn. Rebell?
Dann nehmen wir galaktische Schutztruppen. Aber hier zum Beispiel. Dann muss man das ja selber gehen. Wahrscheinlich Standard ist das, was wir haben. Dann rechts, Rebell. Ist es dann der blaue? Wahrscheinlich. Check mal. Ne, ist der rote. Siehst du? Keine Ahnung. Egal. Scheiße. So, was haben wir denn noch? Warte mal, hier ist doch bestimmt, genau. Habe ich hier irgendwie was übersehen? Ja. Hey, was geht? Ach, der Partypilz ist Stufe 5. Deswegen hat er einen zweiten dabei. Deswegen habe ich es auch nicht gecheckt. Dann hätte ich den noch gar nicht mehr so oft eingesetzt. Wenn der Level 5 ist. Deswegen. Jetzt macht es alles Sinn. Jetzt macht es alles Sinn. Ich bin du. Was ist das jetzt schon wieder gewesen? Warum habt ihr jetzt schon wieder aufgehört zu reden? Warum wird sie denn die ganze Zeit unterbrochen? Ich bin noch 0,5 cm nach rechts gelaufen und dann hören die schon auf zu reden. Das, Alter, das nervt mich voll. Man weiß nie, was jemand uns untertaucht. Jawohl, Stufe 3. Und euch ist ja allen klar, dass natürlich auch Mr. Partypilz die Dimensionsvariante von Mr. Sokom ist, war ist ja klar. Das ist, ich habe es zwar jetzt noch nicht richtig angesprochen, aber ist ja logisch eigentlich. Deswegen war es klar, dass er der Nächste sein wird, nach der Anfangsknarre, die du standardmäßig hast, dass er Stufe 5 erreicht. Mr. Partypilz. Er hat einen Dab gemacht! Alter, du Sau, Alter, er hat einen Dab gemacht, ey, er schießt mich platt und macht einen Dab einfach vor meiner Nase. Ich glaube, es geht los hier, ey. Oh, ist ja alles leer. Von der Munition her. Kleiner Reim, so muss das sein. Mal sehen, was die Bots gefunden haben. Ein bisschen Geschichte haben sie gefunden. So. Hoho, gute Arbeit, Bruder Lombax. Ich hole jetzt den Brustpanzer, also bring mir die Lobs her und er gehört dir. Ja. Wir kommen gleich rübergelaufen, rübergedriftet, gefahren. Was, wie nennt man das? Keine Ahnung. Oh, ich bin selber gesprungen, ich Idiot. Ich muss doch gar nicht springen bei den Plattformen. Ich muss einfach nur fahren. Jawohl! Nein, hätte ich da irgendwie was machen müssen oder war das normal so? Geht's da irgendwie weiter? Warte mal. Kann man von da drüben? Ja, kann man. Boah, das ist voll die lange Strecke. Man kann bestimmt hier da weiter grinden und dann hier so lang und da hinten. Da. Wenn man jetzt gerade ausschaut, da, genau da sind nämlich auch Kristalle. Kann man dann bestimmt auch mitnehmen, wenn man richtig geil lang grindet. Lass uns mal den noch mitnehmen. Ist eh auf dem Weg. Wow! Ja. Wie kommt man da jetzt ran? Von der Plattform später? Kommt man auf die Plattform später? Was meint ihr? Oder kann man die jetzt schon benutzen, die Plattform irgendwie? Indem man sich da irgendwie langhangelt oder so? Nee, oder? Wie kommt man da ran? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gut.
Dann gehen wir erstmal das ab. Gehen dann auch gleich zu Mrs. Sokon. Holen uns den Bora-Hund. Und dann holen wir uns den nächsten Tempel. Machen wir es so. Und Bruder Lombax schafft es schon wieder. Woo! Hier ist ein echt krasser Brustpanzer, passend zu den oberkugeln Beinschienen. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist ein krasser Helm. Wenn du den Rest der Lobs sammelst, gehört er dir. Okay. Achso, apropos Lobs. Eintrag 1, warum würden der als... Ich hab meine erste Dimension kartografiert. Eins. Nichts Außergewöhnliches. Außer den Farben. Die waren so lebendig. Wow. Und da waren diese Kreaturen. Eine sah sogar aus wie ein Lombax. Hatte aber kleinere Ohren, eine Maske und einen Stab. Und ich glaube, er hat eine Art Raubzug durchgezogen. Sah jedenfalls cool aus. Zweite Dimension erledigt. Nicht so farbenfroh wie die erste, aber die Kreaturen waren definitiv seltsamer. Ihre Körper bestanden aus alten Relikten. Sie brachen auseinander und lebten trotzdem weiter. Das war so wild und ich wünschte, ich hätte Caden um mehr Zeit gebeten. Ich möchte die Geschichten all dieser Dimensionen hören. Die dritte Dimension bestand aus Würfeln, echt cleveren Würfeln. Weiß nicht, was ich noch sagen soll, außer dass ich das hier vielleicht nicht bei jeder Dimension machen sollte, weil noch etwas weniger als unendlich viele davon übrig sind und ich in der Zeit, die ich geredet habe, 32 davon hätte kartografieren können. Okay, ciao. Die gute Nachricht, das Kartografieren läuft gut. Die schlechte, wohl nicht gut genug, denn Caden hat mich gebeten, mich zu beeilen. Wieso, hat er nicht gesagt, aber er klang gestresst. Schneller. Okay, als wäre das so einfach. Gut, dass ich keine Protokolle mehr aufnehme. Halt, das mache ich doch gerade. Ich weiß, ich wollte keine Protokolle mehr machen, aber ab und zu kann ich etwas Zeit erübrigen, weil ich ein Genie bin. Dimension 31x7. Nicht viel anders als zu Hause, aber da waren diese Kreaturen. Eine feuerte eine Waffe und drehte sich im Kreis, während die andere auf seiner Schulter hing und schlaue Sprüche geklopft hat. Ich hätte so gern Zeit mit ihnen verbracht. Ja, der redet, glaube ich, von Mr. Sokon. Ja. Weil in den vergangenen Teilen, wenn du Mr. Sokon aufgelevelt hast, kriegt er dann teilweise so Junior an seine Seite. Ich glaube, das meinte er. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, wir ballern jetzt dorthin, ja. Doch, machen wir jetzt den nächsten Tempel. Man kann ja jederzeit hier hinten zurück. Deswegen muss man das ja nicht alles zwangsweise an einem Stück machen. Aber das nehme ich ganz kurz mit. Denn ich habe gerade gecheckt, ich habe vergessen, die Waffe zu kaufen. Ich habe vergessen, die Waffe zu kaufen. Yippie! Mrs. Sokon! Ah, okay. Schenkt dem leeren Rückstoß Aufmerksamkeit und sieh, wie er blockt und das Feuer erwidert. Okay. Schilde sind langweilig. Das ist einfach eine Tatsache. Aber was, wenn ein Schild zurückfeuern könnte? Ja, ja? Cool, was? Fang auf! Für den leeren Rückstoß! Zieh den Feuernopf zu kalt, um dich zu schützen. Und zieh ihn ganz durch, um eine weitstreuende Ladung Coolness auf kurze Distanz abzufeuern. Coolness! Ja. Also, du hast die Bowl, Sweetie. Verwöhn dich. Muss ich jetzt sagen, für Insomnia Games Verhältnisse jetzt nicht die allergeilste Waffe, finde ich, ehrlich gesagt. Kaltfront. Die Waffe wird der Hammer. Weil die haben gerade auch in Ratchet & Clank in der Reihe, haben die so unfassbar viele geile Waffen gemacht. Alleine Groovitron. Ja, das ist so eine Granate, die du wirfst für die Neueinsteiger. Ihr habt ja mir in die Kommentare geschrieben, dass einige neu sind. Da wirfst du halt so eine Granate und es ist eine Disco-Kugel quasi. Und die, ja, glitzert dann halt und spielt halt Musik dann über den Gegnern und alle fangen an zu tanzen. Selbst Bosse fangen dann durch die Waffe an zu tanzen einfach. Und das ist einfach geil. Was soll ich dazu sagen? Einfach geil. Ah, so, warte mal. Ach, Miss Party Pilz. Hab ich die ganze Zeit Mister gesagt? Ist es so Miss Party Pilz geworden? Hab ich, sag mal, träume ich, schlafe ich? Was ist hier los? Siehst du die ganze Zeit Mr. Partypilz oder täusche ich mich? Mr. und Mrs. Partypilz. Okay, gut. Rechts oben steht Mr. und Mrs. Hier nur Miss. Ah, alles klar. Frauen werden bevorzugt. Aha! So, Schmetterbombe können, glaube ich, mal ein bisschen was gebrauchen hier. Frei!
freigeschaltet. Splitter detonieren, zeitverzögert und verursachen Sekundärschaden. Das ist natürlich geil, das ist natürlich geil. Vollstrecker, Querschläger eigentlich. Ja, doch, obwohl der hat nichts zum Freischalten. Frommschnittsprinkler, Bohrhund. Das ist doch direkt mal hier. Explosionsradius, sauber. Wo ist denn der Blitzableiter? Hier ist er. So. Maximale Bögen. Nice, geil. Schussrate ist erhöht. Weil den finde ich eigentlich auch ganz geil. Den Blitzableiter. Ist mal eine Waffe, auf die man kommen kann, so, aber trotzdem macht sie Spaß. Ist jetzt, also, ich würde mal sagen, ist jetzt nicht so ultra super kreativ. Aber wie gesagt, hier sind halt auch hohe Maßstäbe bei den, bei der Ratchet & Clank Spielereihe. Das sind auch hohe Maßstäbe. Ist klar, dass nicht jede einzelne Waffe plötzlich eine komplett neue ist, wo noch nie jemand auf der Welt sich Gedanken gemacht hat, weißt du, deswegen. Aber trotzdem geil einfach. Elektrowaffen sind trotzdem geil. Kältewaffen sind auch nice anscheinend, die wir als nächstes freischalten können. Feuer natürlich auch, ja, Flammenwerfer. Aber wenn sie gefühlt alle Waffen reinmachen würden, die es jemals gab in Ratchet & Clank, gäbe es jetzt wahrscheinlich, hättest du wahrscheinlich 50 Waffen oder so. Also 30 auf jeden Fall. Ja, würde ich schon sagen. Ratchet, du hast meinen Lehrling gefunden. Gut gemacht, ihr beiden. Ihr seid jetzt bereit, den Bergtempel zu betreten. Klasse! Dann... Also ihr seid emotional bereit. Ihr müsst noch das komplexe Verteidigungssystem des Tempels überwinden. Oder wie wir es nennen, den Spießrutenlauf der Prüfungen, Schrägstrich Hölle. Oh, ich hasse Schrägstrich Hölle. Ihr seid ganz sicher bereit dafür. Viel Glück! KD ist schon süß, ey. Los, folge dem Weg so schnell du kannst. Welchen Weg? Ach so! Ey, das kann... Okay, wir merken uns. Das ist nicht auf Schnelligkeit wie bei den anderen Sachen, sondern wir einfach erstmal aktivieren und dann losballern. Jetzt erst losballern. So, kurz abbremsen. Alles easy. Aktivieren. Losballern. Oh, guck mal, wie die aussehen jetzt. Die Farbe hat sich geändert, oder? Die Geschosse, oder waren die ganze Zeit lila? Ey, sag mal, bin ich so verplant, oder? Man weiß ja nicht hier. Es ändert sich ja ständig irgendwas an den Waffen. Gerade wenn man die auflevelt. So. Warte mal. Ich bin auch... Rebell ist rot, wa? Nee. Gerade überlegt. Ob ich vorhin, als ich das gezeigt habe, ein bisschen wieder verwirrt war. Und bei dem falschen Ding war. Ob ich bei dem Hammer-Design war, wo ich das so erklärt habe, dass man ein bisschen durcheinander kommt. Es wäre halt trotzdem ganz geil, wenn sie da irgendwie so eine Vorschau machen würden, wisst ihr? Dass man genau sieht, was ist das jetzt eigentlich? Diese Prüfungen wirken gefährlich? Sie sind ein Verteidigungssystem des Tempels. Ich vermute, die Erbauer waren introvertiert. Ganz sicher. Könnte sein, ne? Dass sie keinen Bock haben auf Besucher. Kann man verstehen. Wenn Besucher da sind, muss man ja in den meisten Fällen eine Hose anziehen. Hat man auch nicht immer Bock drauf, weißt du? Boah! Volles Risiko! Wir haben die Prüfungen geschafft. Danke. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Los jetzt, helfen wir den Mönchen. Das war's schon. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal die Befreiungsaktion. Seid am Start! Das war's! Danke fürs Zusehen! Ey! Was soll ich sagen? Es macht einfach so Spaß! Ist es nicht schön, einfach ein Spiel zu haben, was einfach nur Spaß macht? Ja, ist geil, oder? Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.